Die Mosel zwischen Koblenz und Trier. Die Ruhe wird nur durch Binnenschiffe gestört. Besonders bei Weintrinkern lässt der Name Mosel die Herzen höher schlagen. Von hier soll der beste Tropfen kommen. Die verträumten Weinstädtchen haben sogar einen Eisenbahnanschluss. Zwischen Koblenz und Pünderich schlängelt sich die Strecke meist entlang des Ufers. Es ist eine zweigleisige Hauptbahn, die Koblenz und Trier verbindet. Von Zeit zu Zeit verirrt sich auch mal ein Dampfzug hierher. Der Verkehr im Jahr 2007 ist meist von modernen Fahrzeugen geprägt. So rollen im Regionalverkehr 425er. Die Moselstrecke ist eine wichtige Verbindung zwischen Saar und Rhein. Schwere Güterzüge donnern durch das Tal nach Saarbrücken und einige weiter bis in das Elsass und nach Lothringen. Es sind oft lange Kohle- und Erzzüge, die die Ruhe stören. Meist sind es 151er, die sie ziehen. Durchfahrt in Cochem. Kurz vor dem Kaiser-Wilhelm-Tunnel wird der EC Metz-Frankfurt am Main gekreuzt. An der Spitze die 2-System-Lok 181-206. Die zukünftige Museumslok 181-206 präsentiert sich im Ursprungszustand von 1974. Charakteristisch das alte DB-Logo. Eines der berühmtesten Motive an der Moselbahn ist der Hangviadukt bei Pünderich mit 786 Metern, der längste Deutschlands. Ein Eurocity auf dem Weg von Metz nach Frankfurt am Main rollt über den Viadukt. An der Spitze wieder eine blaue 2-System-Lok. Es ist 181-201. Sie trägt aber das heutige DB-Logo. In Buhlei wird auf einer zweistöckigen Stahlgitterbrücke die Mosel gekreuzt. Wieder ist ein schwerer Kohlezug auf dem Weg Richtung Saarbrücken. An der Spitze zwei 140er. Seit der Inbetriebnahme des elektrischen Betriebs 1973 ist die Baureihe 140 auf der Moselstrecke zu Hause. Mittlerweile hatten einige E-Loks dieser Baureihe bereits ihren 50. Geburtstag.